Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück hier zu einer neuen Folge auf dem Drei-Sterne-Hof. Wir haben es endlich geschafft und Feld 13 ist soweit fertig. Die Schandflecken sind beseitigt. Das heißt also, wir können hier diesen Part vom Hof bzw. unseres Besitzes schon mal abhaken, für heute zumindest. Ne, pflügen müssen wir jetzt nicht mehr. Müssen wir noch warten, bis auf der 11 fertig gegrubbert wird und dann kann es endlich hier in den wohlverdienten Feierabend gehen. Aber als allererstes geht dieser Flug hier weg. Ja, wird hier ein vernünftiges Arbeitsgerät besorgt. So, dich überholen wir mal. Du bist mir ein bisschen zu schnell hier. Aber Platz hier. Oh, du siehst das, siehst du das? Boah, hier, der Autofahrer, eiskalt den Fußgänger über den Haufen gefahren. Wenn Zeugen gebraucht werden, ich bin da. Ich habe es auch hier quasi als Videobeweis, was ja leider Gottes nicht gültig ist, aber vielleicht wird es ja zugelassen. Da habe ich doch gerade vergessen, den Flug hier abzusetzen. Zurück, bitte. So. Den Schlüter würde ich ganz gerne behalten. Den verkaufen wir mal nicht. Aber dich können wir dann verkaufen. Ups. Na? Ach, du willst nicht. Okay, das heißt also, ich muss dich hier rüber verkaufen. Das ist natürlich doof. Wo ist das denn? Bist du das? Ja, ne? Jo, das war er. Und jetzt holen wir wenigstens einen vernünftigen Flug hier. Diesen hier. Ist mir egal, was er kostet. Ich nehme den mit. Dann sind wir jetzt ein bisschen im Minus dann für den nächsten Tag, aber das lässt sich noch verkraften. So. Was mache ich denn hier? Krieg 17 mit Selbstüberlistung hier. Klappt sogar. Schaffst du das? Ja, ne? Gewicht sollte reichen. Oh, und jetzt können wir den auch hier schön wenden. Wir können ihn einklappen. Dachte ich zumindest. Scheinbar nicht. Halb so wild. Der ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich habe Angst vor dem. Nur mal so für mich. 120 PS, doch, alles klar. Na komm, dann beiß mal ein bisschen jetzt hier die Zähne zusammen. Brauchst du hier schon Allrad oder was? Und wieso habe ich das Gefühl? Hört sich doch so an, als ob der im Boden hängt, oder? Kommt der vorne zu tief? Ah, was ist denn das? Das kann nicht wahr sein, ne? Dass ich hier mit diesen Arbeitsgeräten kein Glück habe. Oder mit dem Schlepper, dass der hängt ja echt ein bisschen zu tief hinten. Oh, Spiegel ab. Hat keiner gesehen. Der braucht ein Gewicht vorne, ne? Dann müssen wir dem mal eine Fronthydraulik verpassen, würde ich sagen. Dass der so eine Idee noch vorne runterkommt. Dann sollte es passen eigentlich. Oh, das wird wieder teuer. Meine Güte.
Wie sieht das denn aus, wenn ich jetzt hier rüber fahre? Und dann lasse ich mir gleich das Gewicht, was jetzt oben noch an der am Komposter steht, lasse ich mir dann gleich auf den Hof liefern. Und wir konfigurieren dann den hier schon mal um, dass der dann vorne das Gewicht dranhängt, also die Fronthydraulik drankriegt. Das ist ja ätzend so. Ich habe gerade gedacht, so das Gewicht, was er jetzt hier vorne dran hat, das könnte reichen. Aber leider nicht. Jetzt zieht er die ganze Zeit hier so eine Furche hinter sich her, den Asphalt kaputt gemacht. Es lässt sich ja auch nicht irgendwie verheimlichen oder so, dass wir das jetzt gewesen sind, ne? Wenn man so sieht, wo die Spur dann hinführt. Ja, könnte schwierig sein, dafür eine Erklärung zu finden. Wir machen das jetzt einfach. Wir setzen den Flug mal hier ab. Dann fahren wir mal hier in die Werkstatt. Und dann gucken wir mal, was das Umrüsten kostet hier auf die Fronthydraulik. Frontladeranbau, ja. 11.500? Holy. Eieiei. Bisschen Geld kriegen wir von der Bank noch. Jetzt wieder hier rausgehen. So. Fronthydraulik, jawohl. Okay. Und was wollte ich noch machen? Genau, ich wollte das Gewicht an den Hof liefern lassen. Da ist es. Ich brauche... brauche dich. Und dann gucken wir uns das Ganze mal an, würde ich sagen, ne? Ob das jetzt ein bisschen besser klappt hier. So. Pimp my Schlüter hier heute. So, entweder es reicht oder es reicht halt nicht, ne? Das werden wir jetzt sehen. Ich hoffe ganz schwer. Sitzt immer noch zu tief hinten, ne? Jo. Oh, ist das ätzend. Das gefällt mir auch nicht so wirklich. Kann man da noch irgendwas machen? Nee, ne? Tja. Das ist halt alles andere als ideal und auch nicht das, was ich mir vorgestellt habe hier. 700 Kilo sind zu leicht scheinbar. Ich muss mal ein bisschen was Schwereres ran hier. Wir brauchen mehr Gewicht. Ja. Nehmen wir das ganz dicke Gerät, würde ich sagen. ...750 ist zu wenig... ...450, 650... Wie viel Gewichte habe ich denn hier? Hammerhart. So ein MF-Gewicht. Ja, wenn das ein bisschen schwerer wäre, würde es richtig cool aussehen, ne? Wir probieren es mal damit.
Und lass uns das auch mal zurück an den Hof bringen. Und jetzt gucken wir mal, ob das nicht irgendwie in den Griff zu kriegen ist hier. Oh, ist das ärgerlich, ey. So, jetzt probieren wir das Ganze nochmal. Nö, bringt nix. Also mehr Gewicht ist auch keine Lösung. Es ist einfach der falsche Schlepper mit dem falschen Gerät. Ich wollte das eigentlich vermeiden, dass wir hier in diese Situation kommen. Meine Güte, ist das ätzend. Tja. Was nun? Bleib doch mal stehen. Nochmal nach einem anderen Flug umsehen hier. Eine andere Möglichkeit sehe ich hier eigentlich gerade gar nicht. Du bist nicht gut. Und das hätte auch gut ausgehen können. Ich hätte ganz gerne schon so einen Flug zum Wenden, ne? Da muss ich nochmal gucken, was der Händler so im Katalog hat. Weil hiermit werden wir nicht glücklich werden. Ne? Mit so einem Meter Arbeitsbreite. Unschön, unschön. Aber gut, falsches Gerät. Kannst du machen, nichts, musst du gucken, dumm. Das Gewicht behalten wir auf jeden Fall und der Flug geht zurück. Dafür reicht dann leider Gottes das Tier hier nicht aus hier. Flug, Flug, Flug. Flug, 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 da ist er. Verkaufen, jawohl. Kriegen wir den ganzen Preis zurückerstattet, das ist wenigstens etwas. Ja, gut, dann würde ich doch sagen, fahren wir mit dir mal dahin, wo es trocken ist. Und dann machst du auch mal Feierabend für heute. Du hast das auch gleich geschafft. Und was ist mit dir schief? Achso, du hast kein Material mehr. Reichen denn die 380 aus? Das wäre doch jetzt interessant zu wissen. Wir kippen jetzt... falsch. Wir kippen jetzt einfach mal den Rest, den wir in der Schaufel noch haben, hier rein. Und dann setzen wir den Helfer gleich nochmal an. Vielleicht reicht das ja, dass wir hier das Feld noch fertig kriegen. Mal eben das Ganze ein bisschen begradigen hier. Gut. Helfer an. Und los geht's. Ja, könnte reichen. Ja, der macht ja wenigstens aus. Das ist doch schon mal gut. Dann passt das ja auch. Da vorne ist gerade noch so eine kleine Ecke, habe ich gesehen. Da gehen wir gleich nochmal per Hand lang. Aber das sollte hier vom
Rest auf jeden Fall reichen, denke ich mal. Und dann ist der Tag auch rum. Gut, Freunde, für diese Folge war es das aber auch erstmal wieder. Ich bedanke mich dafür, dass ihr dabei gewesen seid und freue mich drauf, wenn ihr natürlich auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin, haltet auf jeden Fall die Ohren steif und macht es gut. Ciao, ciao.